Ja, wir möchten nochmal kennenlernen, in welcher Lage Israel befand, kurz vor der Gefangenschaft. Ja, den Leitvers habe ich Jeremia 29, 13 gewählt. Diesen Vers möchten wir gemeinsam lesen. Bitte. Ihr werdet mich suchen und finden, denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet. Ja, Israel wurde, wie ihr wisst, in zwei Länder geteilt. Hier oben ist Südreich Juda und unten Nordreich Israel. Also hier sehen wir die Propheten, die in dieser Region und in dieser Zeit tätig waren. Jesaja, Mischa, Habakkuk, Zephania, Daniel, Nahum, Jeremia und Hesekiel. Und unten Elia, Elisa, Jona, Amos, Hosea waren tätig gewesen als Propheten in Nordisrael. Wir möchten heute die Prophezeiung durch Jesaja, Jeremia, Hesekiel, Daniel kennenlernen. Und wann ist das Nordreich Israel untergegangen, Esra? Nordreich Israel. Genau. Und Südreich Juda? Genau. Ungefähr 130 Jahre später ist Juda untergegangen. Und Reichsteilung. Ja, Israel wurde 930 vor Christus geteilt. Und Jesaja hat in dieser Zeitraum gearbeitet und Jeremia in dieser Zeit. Und Daniel bei der ersten Gefangenschaft nach Babylon verschleppt worden. Und Hesekiel bei der zweiten Gefangenschaft. Also diese Propheten sind Zeitgenossen. Genau. Und wir möchten kennenlernen, die internationale Entwicklung, geistliche Krise von Israel in der Zeit vor der Gefangenschaft. Also was passiert im Nordreich Israel? Da gab es einen Aufstand der 10 Stämme außer Benjamin und Juda. Und ja, 930 vor Christus ist dieses Land entstanden und 208 Jahre geblieben. Ja, Hosea war der letzte König von Nordisrael und Tiglath-Pileser III., er war der König von Assyrien und er übte eine große Macht im Norden aus. Aber er starb im vierten Jahr der Herrschaft Hoseas und Hosea dachte, es ist eine gute Gelegenheit zur Unabhängigkeit von Assyrien. Ich möchte keine Tribut zollen. Und Hosea bat auch den König von Ägypten um die Hilfe. Aber das war keine gute Entscheidung, weil Ägypten damals nicht so politisch stark war. Und der Prophet Hosea tadelte der König Hosea, dass Nordisrael wie eine törichte Taube ist. Nicht nach dem Wort Gottes handelt, sondern nach eigenen Gedanken gehandelt hatte. Und Salmanasar, der Fünfte, der Nachfolger von Tiglath-Pileser, der Dritte, ja, er fiel 3 Jahre lang in Samaria ein und belagerte es, als Hosea, der König aus Nordisrael, sich weigerte, Tribut zu zollen. Und dann eroberte Samaria. Und so verschwand Nordisrael 722 vor Christus aus der ganzen Geschichte. Nun sehen wir die geistlichen Gründe
für den Untergang. Ja, das Nordisrael war sehr hochmütig und stolz. Jesaja 9,8 sagt, dass alles Volk es inne werde, Ephraim und die Bürger Samarias, die sagen, in Hochmut und stolzem Sinn. Und Jesaja 10,5 sagt, wehe Assur, der meines Zornes Rute, meines Grimmes Stecken ist. Ich sende ihn wieder ein gottloses Volk und gebe ihm Befehl, wieder das Volk, dem ich schöne, dass es beraube und ausplündere, und es zertrete wie Dreck auf der Gasse. Also hier steht, dass sie gottloses Volk waren. Darum möchte Gott nun Assyrien als seines Zornes Rute und Grimmes Stecken als sein Werkzeug gebrauchen zur Züchtigung Nordisraels. Und die Nordisraeliten hatten keine Furcht vor Gott, sondern vor den anderen Göttern. Andrea, kannst du bitte diesen Vers einmal vorlesen? Denn die Israeliten hatten gegen den Herrn, ihren Gott, gesündigt, der sie aus Ägyptenland geführt hatte, aus der Hand des Pharao, des Königs von Ägypten, und fürchteten andere Götter und wandelten nach den Satzungen der Heiden, die der Herr vor Israel vertrieben hatte, und taten wie die Könige von Israel. Ja, und sie waren auch unbußfertig. Sarah Schweitzer, kannst du bitte diesen Vers einmal vorlesen? Und doch hatte der Herr Israel und Juda gewarnt durch alle Propheten und alle Seher und ihnen sagen lassen, kehrt um von euren bösen Wegen und haltet meine Gebote und Rechte nach dem ganzen Gesetz, das ich euren Vätern geboten habe und das ich zu euch gesandt habe durch meine Knechte, die Propheten. Ja, Gott hat mehrmals diese Bußpredigt weitergegeben durch die Propheten, aber das Volk und die Könige von Nordisrael haben das nicht gehört. Und sie haben auch Götzen angebetet. Sie machten sich zwei gegossene Kälber, ein Bild der Aschera, beteten alles Herr des Himmels an und dienten Baal. Und ließen ihre Söhne und Töchter durch Feuer gehen und gingen mit Wahrsagen, Zauberei um, verkauften sich zu tun, was dem Herrn missfiel, um ihn zu erzürnen. Okay, und die Umsetzung einer Politik der Vermischung von Ethnizität und Religion. Ja, das war die politische Strategie von Assyrien mit dem Ziel, dass die ethnische und religiöse Identität von Israel nie wieder erholen könnte. Ja, daher entstand das Volk der Samaritaner. Ja, der König von Assyrien ließ Leute von Babel kommen, von Kuta, von Ava, von Hamat und Sepharvaim und ließ sie wohnen in den Städten von Samarien in Israel Stadt. Und sie nahmen Samarien ein und wohnten in seinen Städten. Also Assyrien ließ die eroberten Städte, die Leute dort in Samarien wohnen. Ja, das war ein klares Motiv für Nordisrael, dass sie national und ethnisch nie zu erholen, wie ihn Jesaja prophezeit hat. Aber im Vergleich zu Juda, Juda hat seine Identität, geistliche Reinheit bewahrt während der babylonischen Gefangenschaft. Das war der Grund, dass sie zurückkehren nach Jerusalem und ja, wiederhergestellt werden konnte. Wir haben durch Daniel oder Esra, Nehemia, Esther diese Geschichte gehört.
dass sie in der Gefangenschaftszeit ihre Identität als Volk Gottes festgehalten haben. Ja, das ist der historische Hintergrund, warum die Juden die Samariter in der Neuen Testament verachteten haben. Die samaritische Frau hat Jesus gesagt, warum sprichst du mit mir? Du bist ein Jude und ich bin eine samaritische Frau. Denn die Juden haben keine Gemeinschaft mit den Samaritern. Ja, dieser historische Hintergrund kennen wir. Noch ein Grund für den Untergang. Ja, jedes Volk machte sich seinen Gott. Zum Beispiel Sukkot Benot oder Neagal Ashima, Nipas und Tartak, Adramelech und Anamelech, Moloch. Und hier sehen wir, dass die Israeliten ihre Kinder Molech gegeben, geopfert haben. Ja, was Gott hasste eigentlich. Ja, daher ist das Land Israel untergegangen und wurde in der Geschichte verschwunden. Nun möchten wir die internationale Entwicklung von Juda in der Zeit vor der Gefangenschaft kennenlernen. Ja, nach dem Untergang von Nordisrael wollte Assyrien natürlich das Südreich Juda auch erobern. Ja, damals regierte Hiskia das Südreich Juda. Ja, unter Sanherib wurde Nineveh im Norden von Mesopotamien zur Hauptstadt geworden. Und Assyrer eroberte Mesopotamien und Memphis, die Hauptstadt Ägyptens. Ja, in dieser Zeit stand Babylon unter der Herrschaft von Assyrien und die Macht von Babylon sehr gering, sehr klein. Und Ägypten und die Länder rund um das Mittelmeer bildeten ein anti-assyrisches Bündnis, aber der Prophet Jesaja riet Hesekia, sich dem anti-assyrischen Bündnis nicht anzuschließen. Und Hesekia nahm Jesajas Rat an und bereitete sich auf Assyrien vor, indem er an verschiedenen Orten Verteidigungsmauern errichtete, wie zum Beispiel den Tunnel von Hiskia. Ja, Sanherib rückte jedoch 701 vor Christus über Samaria vor, besetzte die Hauptfestungen von Ailon, Sorek und das Tal von Elah. Ja, und Sanherib sandte einen Gesandten, der die Kapitulation forderte. König Hiskia ließ seine Kleider und Säcke schneiden und betete im Palast. Und er tat Buße und er hörte auch, was Jesaja, der Prophet Jesaja, sagte. Und er hat Gottes Wirken erfahren, indem der Engel des Herrn 185.000 Soldaten im assyrischen Lager umgebracht hat. Und Sanherib kehrte nach Nineveh zurück und er wurde einige Jahre später ermordet. Nach Sanherib erreichte Assyrien die Blütenzeit des assyrischen Reiches. Und da gab es auch interne politische Kämpfe und eine Rebellion der Chaldäer unter Führung von Nabopolassar. Und er führte 612 vor Christus zum Fall Nineves und das Zentrum Mesopotamiens fiel an das Babylonische Reich. Also die Babylonische Reich, das neue Babylonische Reich hat die Macht gewonnen. Das ist Nabopolassar und Nineve erobert. Ja, wir möchten wissen, wo liegt welches Land? Schauen wir kurz. Israel lag hier und Assyrien da oben. Ägypten ganz unten. Babylon in der Mitte. Medien da ganz oben. Ja, Chaldea aus
da in der rechten Seite. Diese Karte möchten wir merken. Ja, Nabopolassar aus Chaldea hat Nineveh erobert. Ja, darum, das war der Grund, dass die Daniel und einige Leute die chaldische Sprache gelernt haben. Und nachdem Nabopolassar die Nineveh erobert hat, dann wollte er noch mehr Länder erobern. Er hatte die Vision der Expansion der Gebiete in Mesopotamien und Ägypten. Darum hat er mit Medien ein Bündnis geschlossen. Und Ägypten konnte nicht ruhig bleiben. Ägypten sollte auch was machen. Und trotzdem, Ägypten mit Assyrien, langjähriger Feind war, sie hatten ein gemeinsames Ziel, um das neue babylonische Reich zu hindern. Sie haben ein Bündnis geschlossen. Ja, wenn Ägypten nach Assyrien gehen wollten, sollte Ägypten Israel vorbeigehen. Und wenn Nabopolassar nach Ägypten ziehen wollte, dann sollte er durch Israel auch dahin ziehen. Ja, Israel lag dazwischen Ägypten und Babylon. Darum Israel sollte immer daran denken oder sich überlegen, ob er auf der Seite von Babylon oder von Ägypten stehen würde. Und in dieser Zeit, Prophet Jeremia war in Juda geblieben. Und Daniel und Hesekiel waren in Babylon. Ja, und Propheten haben über Untergang des Südreiches Juda mehrmals prophezeit. Jeremia 20, 4b sagt, und ich will ganz Juda in die Hand des Königs von Babel geben. Der soll sie wegführen nach Babel und mit dem Schwert töten. Und Jeremia 25, 8 und 9, Sarah Grace, kannst du bitte diesen Vers einmal vorlesen? Darum spricht der Herr Zebaoth, weil ihr denn meine Worte nicht hören wollt, sie, so will ich ausschicken und kommen lassen, alle Völker des Nordens, spricht der Herr, auch meinen Knecht Nebukadnezar, den König von Babel, und will sie bringen über das Land und über seine Bewohner, über alle diese Völker ringsum, und will an ihnen den Bann vollstrecken und sie zum Bild des Entsetzens, zum Spott und zur ewigen Wüste machen. Ja, danke schön. Ja, Gott wollte Nebukadnezar, der König von Babel, als seinen Knecht gebrauchen zur Züchtigung der Juda. Jeremia 25, 11 und 12 sagt klar, wie lange diese Gefangenschaft sein soll. Wie lange muss das sein? 70 Jahre lang. Ja, und ja, viele falsche Propheten damals haben Jeremia nicht gehört und behaupteten, dass diese Gefangenschaft nicht so lange bleiben würde, vielleicht ein Jahr oder zwei Jahre. Aber Jeremia sagte klar, 70 Jahre, wie Gott ihm gesagt hat. Und Jeremia hat klar gesagt, was die Juden machen sollte in diesen 70 Jahren. Ja, sie sollen Häuser bauen und darin wohnen,
und Gärten pflanzen und ihre Früchte essen. Und sie sollen die Söhne und Töchter gebären und sich mehren. Und dort, sich dort mehren und nicht weniger werden. Also sie sollen weiter wachsen und stark bleiben. Und sie sollen auch ihr Bestes geben für das Stadt, für die Stadt, also für Babylon. Und sie sollen für sie beten. Also immer als eine Hirtennation für Babylon sein. Und wenn für Babel 70 Jahre voll sind, so will ich euch heimsuchen und will mein gnädiges Wort an euch erfüllen, dass ich euch wieder an diesen Ort bringe. Ja, das ist Gottes Verheißung und seine Hoffnung für sein Volk. Ja, diese Verse, wer hat diese Verse von Jeremia gelesen und angefangen, Buße zu tun? Sarah? Ja, Daniel hat diese Verse von Jeremia gelesen. Und ja, durch Buße, durch das Gebet, diese Wiederherstellung von Juda vorbereitet. Ja, nun sehen wir die Könige aus dem Südreich Juda bis zur Gefangenschaft. Ja, die Josia und Joas waren die Könige vor der Gefangenschaft und Joachim, Zedekia waren die Könige während der Gefangenschaft. So hier rechte Seite sehen wir die Könige Josia von Juda und seine Söhne Joas, Joachim, Zedekia. Und Joachims Sohn war Joachim. Sie waren alle Könige der Juda bis zur Gefangenschaft. Ja, 609 vor Christus gab es einen sehr wichtigen Schlag, erster Schlag bei Karkemisch. Hier ist Karkemisch. Ja, dieser Ort war sehr, sehr wichtig. Wenn ein Land diesen Ort erobern würde, dann wird dieses Land die Möglichkeit, nach Asien oder nach Europa, nach Afrika zu ziehen. Ja, darum haben viele Länder sehr viel gekämpft, um diese Stadt zu erobern. Und dieser Nabopolassar aus Chaldea hat Ninive erobert und danach weiter expandieren. Und er wollte diese Karkemisch erobern. Und der König von Ägypten, Pharao Necho, wollte das unbedingt hindern. Darum wollte er auch nach oben ziehen. Und während der Fahrt ist er in Megiddo geblieben und dort ein Hindernis getroffen. Der König von Juda, Josia, kämpfte gegen Pharao Necho. Ja, und Josia starb in diesem Kampf in Megiddo und Pharao Necho zog weiterhin nach oben mit Nabopolassar zu kämpfen. Aber und in Juda gab es keinen König mehr, darum wollte das Volk unbedingt einen König einsetzen, einen König haben. Und Joas, der Sohn von Josia, wurde als ein König von Juda eingesetzt. Und das Ergebnis von Kampf war unentschieden und die Pharao Necho und Nabopolassar sollte in ihrem Land zurückkehren. Und während der Rückfahrt hat Pharao Necho gesehen, dass ein neuer König von Juda eingesetzt wurde, ohne Erlaubnis von ihm. Das konnte er nicht dulden. Darum hat Pharao Necho Joas abgesetzt und mitgenommen nach Ägypten und einen neuen König, Joachim, eingesetzt. Und der Joachim sollte ein Tribut zu zollen für Ägypten.
Und wie sagen die Bibelverse über diese Ereignisse? 2. König 23, 33 bis 35 sagen, der Pharao Necho legte ihn ins Gefängnis. Wer ist ihn hier? Sarah? Joas sollte ins Gefängnis gehen. Und Joas sollte auch eine Geldbuße zahlen. Und der Sohn von Josia, also Joachim, sein eigentlicher Name war Eliakim, aber Pharao Necho veränderte seinen Namen zu Joachim. Und der König Joachim gab das Silber und Gold dem Pharao und er legte eine Steuer auf das Land, um das Geld aufzubringen, auf Befehl des Pharao. Ja, darum sollte das Volk, ganze Volk darunter leiden. Sie sollen sehr viel Geld und Gold, Silber bezahlen. Ja, hier sehen wir die Geisterkrise von Juda. Ja, Joachims Politik war natürlich eine pro-ägyptische Politik, als treuer Vasall Ägyptens zu sein. Und die Macht der pro-ägyptischen Fraktion nahm überhand. Aber das war sehr gefährlich, weil Jeremia immer wieder gesagt hat, dass Juda unter der Babylon unterwerfen soll. Und 20 Jahre lang wurde Gottes Wille durch den Propheten Jeremia übermittelt. Aber die Leute, falsche Propheten, setzten ihre Hoffnung auf die falsche Botschaft, dass die Stadt Jerusalem sicher sei, weil der Tempel da ist und dass sie ein königlicher Priester von Gott sei. Und König Joachim zerriss seine Schriftrolle und warf sie zum Heizen über ein offenes Feuer. Aber Jeremia hat Gottes Verheißung treu festgehalten und er lief Baruch und schrieb das Wort Gottes erneuert auf eine neue Schriftrolle. Ja, die geistlichen Gründe für den Untergang sehen wir hier. Erstens Götzendienst. Denn mein Volk tut eine zweifache Sünde, mich, die lebendige Quelle, verlassen sie und machen sich Zisternen, die doch riesig und kein Wasser geben. Also hier die lebendige Quelle ist Gott selbst, aber die Juden haben Gott verlassen und Götzen angebetet. Und so viele Gassen in Jerusalem hatten so viele Götter und sie haben Baal geopfert. Ja, zweitens, zweiter Grund für den Untergang ist Übertretung des Sabbatgebotes. Ja, eigentlich Sabbatgebot hat Gott sein Volk gegeben, aber die Juden wollten an diesem Sabbat viel Gewinn machen, Geld sammeln, indem sie gearbeitet haben. Und Gott hat genau gerechnet, wie viele Jahre sie die Sabbat nicht gehalten haben. Und Gott hat umgerechnet und das war 70 Jahre. Und diese 70 Jahre sollte das Land wüst liegen und sich ausholen. Ja, 3. Mose sagt, als dann wird das Land seine Sabbat nachholen, solange es wüst liegt und ihr in der Feinde Land seid. Ja, dann wird das Land ruhen, seine Sabbate nachholen. Solange es wüst liegt, wird es ruhen, weil es nicht ruhen konnte. Ja. Ja, kommen wir zum Fazit. Ja, was lernen wir durch diese Geschichte von Israel und Juda, von ihrem Untergang? Ja, wir sehen hier Gottes Ratschluss. Ja, Gott lenkt die Weltgeschichte. Weder Assyrien noch Ägypten noch Babylon ist der Lenker
der Geschichte, sondern der allmächtige, souveräne Herrscher ist der Lenker der Geschichte. Ja, alle Mächte und Welt ist unter der Kontrolle Gottes. Ja, Gott hat alles vorausgesagt durch seine Worte und durch die Propheten, was passieren würde. Und Gott gebrauchte die Weltmächte als seine Lute, Schläge, sein Werkzeug, um sein Volk zu züchtigen. Ja, aber Gott gebrauchte in jener Zeit die Propheten und seine Knechte für sein Volk. Zum Beispiel Jesaja, Jeremia, Daniel oder Hesekiel, die ihr Leben riskierten und alle Worte des Lebens redeten, um das Volk zur Buße zu führen und zu helfen, an die Verheißung Gottes festzuhalten. Ja, wir sehen auch Gottes Hoffnung. Ja, Gottes Hoffnung war gemäß dem Bund 2. Mose 19, 5 und 6. Als ein Königreich von Priestern, ein heiliges Volk Gottes, gebraucht zu werden. Ja, Gott hat das Kommen des Messias vorbereitet in der turbulenten Zeit und er erfüllte seine Verheißung treu. Ja, alle Prophezeiung wurde erfüllt. Ja, durch die Züchtigung, Leiden und Bedrängnisse hat Gott sein Volk zur Buße geführt und zur Erkenntnis, dass Gott der Herr ist. Ja, wir haben gesehen in 2. Könige gab es diesen Vers sehr häufig. Er tat, was dem Herrn missfiel. Er tat, was dem Herrn wohlfiel. Ja, der absolute Maßstab unseres Lebens ist Gottes Wort und Gehorsam. Die Geschichte Israel ist es, ob sie gemäß dem Gesetz Gottes wandelten oder nicht. Ja, wir haben die zwei Könige gesehen im Nordisrael, Hosea. Hosea hat der Prophet Hosea nicht gehört, aber in Juda haben wir gesehen, dass Hiskia, der König Hiskia, den Prophet Jesaja gehört hat und Gottes Wunder, Gottes Hilfe erfahren hat. Ja, wir haben gelernt, dass der Gehorsam gegenüber dem Wort Gottes uns zum Leben führt. Ja, kein einziger König im Nordisrael war gehorsam. Daher ließ Gott das Nordreich Israel aus der Geschichte komplett verschwinden. Ja, aber Gottes Hoffnung ist, dass er die Übriggebliebenen übrig gelassen hat, die Gottes Wort gehorchen und tun, was dem Herrn wohlfiel. Darum möchten wir Gottes Furcht und Vertrauen haben, statt die Lage oder Menschen zu schauen, zu gehorchen und allein auf Gott vertrauen. Ja, ich habe durch diese Geschichte Vortrag die Einsicht gewinnen, dass allein Gott der Lenker der Geschichte ist und souveräne Schöpfer und Retter Gott ist. Und ich habe auch gelernt, Gottes Hoffnung und Gottes Verheißung bleibt treu, unabhängig von der Lage. Also wir Menschen schauen die Situation oder die Lage, wie schlimm ist es, diese Generation ist oder Deutschland, Europa, wie verdorben sind sie. So habe ich auch gedacht und die anderen Menschen geschaut. Aber ich durfte lernen, Gottes Verheißung, Gottes Hoffnung bleibt treu. Und darum darf ich in dieser dunklen Generation an Gottes Verheißung festhalten. Hesekiel 37,10. Und ja, dass Gott ein überaus großes Herr Gottes für die geistliche Wiedererweckung in Deutschland, Europa aufstellen wird. Und ich darf selber mit klarer Identität als ein Magd Gottes, als ein übrig gebliebenen, heiligen Stumpf leben, wie die Propheten. Und Gottes Wort aus Matthäus 6,33, Hesekiel 37,10, Daniel 6,11, absolut gehorchen
Und durch das Bibelstudium-Team und durch das treue Gebetsleben Gottes Wirken, Gottes Erweckungswerk vorbereiten und zusammenarbeiten darf. Ja, den Leitvers möchten wir gemeinsam lesen, Gottes Hoffnung. Ja, bitte. Ihr werdet mich suchen und finden, denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet. Okay, ich bete kurz. Lieber himmlischer Vater, vielen Dank, dass du uns gelehrt hast, dass du der souveräne Lenker der Geschichte bist. Ja, danke, dass du in der schwierigen Zeit durch deine übrig gebliebenen, durch deine Knechte, deine Heilsgeschichte weitergeschrieben hast und weiterschreiben möchtest. Hilf uns, wie Jesaja oder Jeremia, Daniel, Hesekiel, deine Verheißung in unserem Herzen festhalten und im Gehorsam gegenüber deinem Wort als Hirten und Bibellehrer leben und dadurch die geistige Wiedererweckung in Deutschland und Europa gut vorbereiten dürfen. Danke, dass du dieses Jury-Forum bis zum Ende segnest und stelle unsere nächste Generation Mitarbeiter als globale Geistleiter und tüchtige, exzellente, selbstmotivierte Bibellehrer für deine Weltmission. Ich danke dir und bete im Namen Jesu. Amen. Ja, danke schön.